Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Planet Crafter. Ja, wir sind hier im antiken Paradies gelandet. Endlich haben sie jetzt gefunden. Und einen Schlüssel haben wir schon. Da gehen wir natürlich jetzt hier runter. Ja, Wahnsinn. Ich habe mir auch sagen lassen, manche sind hier schon festgesteckt. Okay. Können wir noch mal trinken? Okay, dann gehen wir mal darauf. Okay, das war das. Wir lebten mal, genau. Und hier muss man die 5 dann reinlegen. Ah, da scheint es mal hier irgendwo rauf zu gehen. Ah, hier haben wir noch einen Schlüssel. Sehr schön. Schlüssel Nummer 2. Ist anscheinend nichts. Können wir auch nicht drauf. Gute Frage. Sind wir hier schon rauf? Ah, da haben wir doch noch was. Da haben wir Schlüssel Nummer 3. Und dem bin ich gerade achtlos vorbeigelaufen. Gehen wir doch mal, würde ich sagen, systematisch vor. Fangen wir mal hier ziemlich rechts an, weil es ja hier rechts auch irgendwo rauf geht. Hier geht es auch irgendwo runter. Also da geht es rauf. Schwierig. Dann das haben wir schon. Okay. Genau, da geht es rauf. Da waren wir noch nicht. Schauen wir mal. Ja, sehr schön. Schaut wirklich hier wunderbar aus. Gehen wir mal hier nach hinten. Okay, da scheint es nicht weiter zu gehen. Klettern. Wenn wir dann gleich einmal hochklettern. Auf dem Rückweg. Okay, Sauerstoff. Haben wir zum Glück.
Ah, da ist ein Schlüssel, sehr schön. Da haben wir Schlüssel Nummer 4. Kann man hier runter gehen? Gehen wir noch mal hier nach hinten. So, dann gehen wir mal hier runter. Okay. Da kann man anscheinend sich hier auch irgendwie runterstürzen. Todesmutige Art und Weise. Mache ich aber nicht. Dann gehen wir ganz normal runter. Auf der Suche nach dem letzten Schlüssel. Okay, Nahrung. Kann man noch ein bisschen warten? Schauen wir doch mal hier rüber. Hier noch was tut. Ja, da waren wir ja. Da waren wir ja. Also, da war mal. Wo ist jetzt der letzte Schlüssel? Gute Frage. So, schauen wir mal. Also da sind wir auf jeden Fall hoch, schon überall. Ah, da sehe ich was. Da sehe ich was. Das war Schlüssel Nummer 5. Okay, und wo war der jetzt wieder abzuliefern? Da oben, glaube ich. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Und natürlich will man einen Screenshot von der ganzen Angelegenheit. Geht jetzt die Pforte auf. Wahnsinn. Ich bin ja gespannt, wie es noch weitergeht. Oh. Schmetterlinge. Hui. Das ist ja sehr schön. Kann man die mitnehmen? Nee. Okay, was sagt er jetzt? Wieder einmal befällt unser Volk eine Katastrophe. Wenn die Vorhersagen stimmen, wird der Meteor den Planeten in nur wenigen Tagen treffen. Die Städte, die wir gebaut haben, die Pracht, die wir geschaffen haben, werden fallen. Unsere Künste, Traditionen, Entdeckungen und Leben werden verschwinden. Wieder einmal steht uns die Zerstörung bevor, aber dieses Mal werden wir nicht fliehen, wie wir es vor Generationen getan haben.
Was bringt es davon zu laufen, wenn der Untergang einen so heftig verfolgt? Unser Schicksal akzeptiert, stolz auf das, was wir waren, unseren Werten treu geblieben. Unsere Geschichte wird unter der Asche von Flammen und Staub verschwinden. Wie ein Schmetterlingsleben, schön und vergänglich. Es ist Zeit, unser Ende zu finden. Pro. Ja, diese Baupläne könnte man eigentlich da lassen. Nehmen wir lieber Superlegierung mit. Okay, jetzt aber Nahrung. Jetzt aber Nahrung. Okay. Na gut. Ja, dann war's das, oder wie sehe ich das? Dann gehen wir raus. Jo. Na gut. Natürlich hier raus. Jo, na dann war es das jetzt hier das große Rätselraten. Vielleicht ist ja der ein oder andere von euch auch hier begeisterter Spieler und konnte das hier ein bisschen was helfen. Hier, das nehmen wir natürlich noch mit. Zeolit. Und dann werden wir natürlich. Und das machen wir dann natürlich in der nächsten Folge. Auf jeden Fall uns noch verbessern. Und jetzt ist endlich die Story, die Wächter, der Schlüsselwächter hier durch. So, hier können wir gleich noch einen Schluck trinken. Das ist ja kein Thema. Jetzt ziemlich in die Dunkelheit hinein. Aber es schaut schon sehr nach Heimat aus. Man gewöhnt sich irgendwie dran im Laufe der Zeit. Weiß ganz genau. Ich wollte sagen, weiß ganz genau, wie man reinkommt und ich komme kaum mehr rein. Okay. Schauen wir mal hier in unser Ding rein. Zweimal goldene Statue und die goldene Larve. Okay. Jawohl. Na gut. Und der goldene Samen kann man natürlich auch gleich irgendwo reinstecken. Aber das alles und noch mehr machen wir dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.